Das sind alte Köpfe, ne? Das geht bei ihnen vielleicht noch gar nicht so im Kopf, aber ich finde, es ist sehr, sehr wichtig und es ist vor allem Zeit, sich damit auseinanderzusetzen. Gerade jetzt. Sven Veth hatte auch eine Zeit, in der er sich mit Kokain und anderen Drogen auseinandergesetzt hat. Termindruck, Partystress, körperliche Überforderung, da schien Koks ein natürliches Accessoire zu sein. Naja, ich meine, wie das halt ist, so nachts, gell? Die Nacht, Magic. Naja, da kommt man halt mal in Versuchung und dann macht man das halt mal. Und irgendwie macht man das dann halt immer wieder mal. Und dann ertappst du dich halt dabei, dass du es immer wieder machst. Und irgendwann denkst du, warum mach ich das eigentlich? Und für mich war es eigentlich, dass ich mich dann irgendwann später dann irgendwie ertappt habe bei verschiedenen Situationen, wo ich einfach nicht mehr so ich war, wo ich einfach ziemlich aggressiv war und auch so Ego-Trip-mäßig unterwegs war, auch zu Leuten irgendwie Leute angepöbelt und so, was eigentlich überhaupt nicht in mir steckt. Und auch dann Depressionen bekommen habe und sowas hatte ich auch noch nie gehabt. Und das hat mir dann doch schon zu denken gegeben, wo dann 89 dann meine Tochter geboren wurde. An dem Tag habe ich dann auch aufgehört, weil der Moment doch ziemlich einschneidend war für mich. Und wenn du mal so konfrontiert wirst mit so reinem, purem Leben, da kommst du dir dann schon ein bisschen doof vor. Und das kam ich mir dann halt auch und habe mich auch irgendwie dann von mir selbst geekelt erstmal. Und das war für mich, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Moment. Naja, und von dem Zeitpunkt an habe ich es sein gelassen. Jetzt sind 5 Jahre später und mir geht's gut. Wie hast du das geschafft, es sein zu lassen? Ich meine, es ist, glaube ich, nicht so einfach, gerade wenn man im Nachtleben drinsteckt. Ja, genau das ist es eigentlich. Man sollte genau da aufhören, wo man auch angefangen hat. Ich glaube, das ist immer mit das Schwierigste. Viele Leute probieren zu flüchten oder gehen in Therapien oder gehen ins Ausland. Oder. Aber ich habe gesagt, ich muss da meinen Arsch rausholen, da, wo ich ihn auch eingesetzt habe, da in der Nacht, im Nachtleben. Und da ich halt auch immer, ich meine, ich muss das auch betonen, immer ein Ziel vor Augen hatte und auch irgendwie so eine Vision irgendwie folge, was mich so antreibt. Ich habe einen sehr starken Willen und das hat mir natürlich auch ungemein geholfen, also gerade auch die Musik. Ich konnte mich dann in die Musik fallen lassen und einfach machen. Und ich bin halt viel gelaufen, halt. Ich bin auch viel gejoggt, bin viel gerannt und so, und das hat mir viel gebracht. Also wenn ich gemerkt habe zu Hause, irgendwie mir fällt jetzt die Decke auf den Kopf, das ist jetzt alles, dann ab raus und Turnschuhe rein und los. Und das hat mir auch gut geholfen. Und wie waren Momente, wenn Leute zu dir gekommen sind und gesagt haben, komm Sven, lass uns doch mal wieder eine kleine Nase und so? Ja, das war am Anfang, die ersten 4 Monate, würde ich mal sagen, die waren sehr extrem. Weil es mir eigentlich keiner glauben wollte oder vielleicht glaubt mir heute noch keiner. Aber das muss ja auch keiner irgendwie, das muss ich ja nur mit mir selber ausmachen. Und du hast halt gemerkt irgendwie, dass so viele Freundschaften irgendwie wirklich nur auf der Droge basiert sind, so stattgefunden haben. Und da ging es halt immer nur, hast du was, gibt's was? Und so habe ich den Leuten halt irgendwie klar gemacht, hier, sprecht mich gar nicht mehr drauf an, lasst mich damit in Ruhe. Ja, ja, Sven, wir sprechen uns in 2 Wochen, ja, ja. Ich meine, nee, echt. Naja, und so hat sich das dann auch langsam aufgelöst, ja. Die Leute haben mich dann nicht mehr gefragt und so. Ich meine, okay, wenn ich heute ins Ausland reise, bin im Ausland viel unterwegs, hätte ich immer noch mal wieder gefragt, ob ich mal was will oder so. Aber da sag ich immer, nee, und dann klotzt es mich immer doof an. Ne? Ja. Samstagmittag, 12 Uhr. Die Nachtschicht von Sven Veth ist vorbei. 15 Stunden, nachdem Veth seinen Club betreten hatte, sind die Platten wieder in den Kisten verstaut. Der Veth-Clan
wartet schon, um den Godfather of Techno zum nächsten Termin zu chauffieren. Doch vorher muss der müde Star noch mit seinen Fans posieren. Die wollen umworben sein, denn die Party soll weitergehen. Ich hab dir gesagt. Du musst halt heutzutage auch was riskieren, wenn du was erreichen willst. Kommt immer auf deinen Anspruch drauf an. Und ich hab's getan und jetzt nach 12 Jahren irgendwie bin ich zufrieden und sag mir immer noch, jetzt fängt das richtig an. Das Einzige, was ich mir wünsche, ist eigentlich viele schöne Partys feiern mit meinen Freunden und ja, dass wir eigentlich alle gesund bleiben. Man setzt sich seine Mauern selbst, man setzt sich seine Grenzen selbst. Für mich gibt es keine Grenzen. Ich finde, das Wichtigste ist, dass man Gefühle auslebt, dass man Sachen auslebt. Dann darf da auch kein Fragezeichen dahinter stehen, sondern ein Punkt. Und da gehört auch mal eine schlechte Erfahrung dazu, ganz klar. Aber das wiederum kannst du wieder positiv nutzen. Ja. Also von daher gibt es nämlich gar keine Grenzen. Sky is the limit.